Geplant war das Ganze so nicht. Doch die Raumsonde Bearsheet hat für die ersten Mondbewohner gesorgt. Einige tausend Bärtierchen. Die israelische Raumfahrtmission war im April schiefgegangen und die Sonde zerschellte, anstatt planmäßig zu landen. An Bord äußerst robuste Überlebenskünstler, die bereits einige Aufenthalte im Weltall gut überstanden haben. Wimmelt es auf dem Mond also jetzt vor Bärtierchen? Wahrscheinlich schon, aber in einem sehr seltsamen Zustand. Klicks um Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Und vielen Dank für diesen super spannenden Themenvorschlag, der aus unserer coolen Telegram-Community von Morpheus stammt. Die Telegram-Community findet ihr hier, nee, da, unter dem i und in der Videobeschreibung. Sie haben 8 Beine und ihre Form erinnert an Gummibärchen, doch sie haben quasi Superkräfte. Egal ob radioaktiver Unfall, gigantische Chemiekatastrophe oder die komplette Austrocknung der Erde. Die Bärtierchen würden das alles überstehen. Sie sind wahre Überlebenskünstler und das liegt an einem speziellen Schutzmechanismus an ihren Genen. Und all das könnte ihnen jetzt zugutekommen, denn einige tausend dieser Überlebenskünstler befinden sich wohl seit dem 11. April auf dem Mond. Dorthin gekommen waren sie an Bord des israelischen Raumfahrzeuges Bearsheet, das laut Plan eigentlich auf dem Mond landen sollte, also landen. 7 Wochen lang war die Sonde unterwegs, doch beim Landemanöver fiel der wichtigste Motor aus und das in den letzten Minuten das Raumschiff zerschellte. Aus der israelische Traum als 4. Nation auf dem Mond zu landen, doch die Passagiere an Bord, auch bekannt als Wasserbären, haben höchstwahrscheinlich überlebt. Da sind sich Fachleute eigentlich ziemlich sicher, denn sie kommen nicht nur ganz ohne Sauerstoff aus, sondern können sowohl Vakuum als auch extreme Kälte gut überstehen. In der Fachsprache ist von einer sogenannten Kryptobiose die Rede, ein todesähnlicher Zustand, bei dem die Tierchen ihre Stoffwechselaktivität herunterfahren und so extremen Umweltbedingungen trotzen. Ein Forschungsteam der Universität Stuttgart hatte einige Bärtierchen vor mehr als 10 Jahren mit einer russischen Rakete ins All geschickt. Die Lebewesen verbrachten 10 Tage dort. Einige von ihnen ließen sich ohne Probleme wiederbeleben. Doch wie kann das sein? Dazu ein Forscher von der Universität Tokio, Takekazu Kunieda. Sie können einfach so zwischen Leben und beinahe Tod hin und her wechseln. Das ist unglaublich. Er war dem Geheimnis der Bärtierchen im Jahr 2017 auf die Schliche gekommen. Eine Schutzhülle rund um das Erbgut der Lebewesen fängt alle schädlichen Einflüsse ab. Konkret handelt es sich um ein Protein, das das Erbgut vor Schäden bewahrt, in der Fachsprache SUP genannt. Vorstellen kann man sich tatsächlich, dass wie eine Art Superhelden-Cape an der DNA befestigt es sich durch elektrische Anziehung, aber das eben nur an der einen Seite. An der anderen Seite flattert es locker herum und sorgt so für den Schutz. Das hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei dem strahlungstolerantesten aller bisher bekannten Bärtierchen, dem sogenannten Ramazotis varionatus, herausfinden können. Zurück zu den Bärtierchen, die jetzt auf dem Mond leben. Sie waren tatsächlich Teil einer Art Bibliothek. Die Stiftung Ark Mission hat sich zum Ziel gesetzt, wichtige Infos über die Menschheit als eine Art Sicherungskopie der Erde im Weltall zu hinterlassen. Ganz vorne mit dabei der Unternehmer Nova Spivak. Er hatte in der Vergangenheit in Quarz gravierte Bücher ins All geschickt, und zwar im Handschuhfach eines Tesla Roadsters, den Elon Musk im vergangenen Jahr 2018 als Werbegag in den Weltraum geschossen hatte. Doch auch bei der israelischen Mission hatte Nova Spivak seine Finger im Spiel. Er hatte dazu nicht nur die Bärtierchen als Überlebenskünstler ausgewählt, sondern auch tausende Werke der Weltliteratur. Diese hatte er auf Nickelscheiben gravieren lassen. Mit an Bord der Sonde waren auch DNA-Proben von 25 Menschen und Spuren von exotischen Pflanzen. Spivak ist sich sicher, dass die Bärtierchen die Explosion und den Absturz auf dem Mond gut überstanden haben. Wir glauben, dass die Überlebenschancen der Bärtierchen äußerst hoch sind. Er hofft, dass die Sonde die Bibliothek beim Einschlag ausgeworfen hat und sich diese nun in der Nähe der Absturzstelle befindet. Doch die Lebewesen befinden sich ja in einem getrockneten Zustand. Vor ihrer großen Reise hatte man sie in einen Ruhezustand versetzt, indem man ihnen Wasser entzogen hatte. Sie gehen dann in die sogenannte Tönnchenphase über und aus den Bärchen werden eben Tönnchen. In diesem Zustand überleben sie nahezu eben alles. Die Bedingungen auf dem Mond sind allerdings äußerst ungeeignet für eine Reanimierung, denn um wieder aktiv zu werden, zu wachsen und sich zu vermehren, brauchen sie Nahrung, Sauerstoff und Wasser. Bärtierchen und ihre Alien-DNA. Hammer-Video mit noch mehr Infos anklicken, anschauen und Weltraumwissen von Astro Comics TV abonnieren. Sehr, sehr cooler Kanal. Bis dann. Bleibt dran.